Temperaturen um die 35 Grad sind genau richtig, um sich im Freibad oder an einem Badesee ins Wasser zu begeben. Oder auch für eingefleischte Radsportler ein Radrennen zu bestreiten. So wie in Braunau bei den 19. Braunauer Radtagen. Unter dem Motto Pedale und PS findet als Auftakt ein Oldtimer-Korso statt. Um 17 Uhr haben die Hobbyfahrer die Möglichkeit, sich auf dem Rundkurs im Zentrum von Braunau zu messen. Hier werden auch die Titel der Bezirksmeister vergeben. Mit dabei auch der schnellste Bäcker aus Ranshofen, Lukas Höllbacher, der mehrfache Staatsmeister und Europameister im Supermoto, versucht sich diesmal auf dem Fahrrad. Weil es halt in der Nähe ist, haben wir gedacht, jetzt muss ich da mitfahren, weil ich zu Trainingszwecken viel mit dem Rennrad fahren, Mountainbiken, zum Motocross nebenbei. Und haben wir gedacht, da kann ich mitfahren bei dem Hobbyrennen, ist sicher ganz lustig und bin schon gespannt, wie es läuft. Ja. Insgesamt sind 14 Herren und 3 Damen am Start. 15 Runden zu je 1,5 Kilometer werden von ihnen bewältigt, insgesamt also 22,5 Kilometer. Wäre das auch etwas für den Bürgermeister der Stadt Braunau? Ich habe zwar ein gutes Rad im Keller unten stehen, aber da steht es gut und da staubt schon langsam. Aber das ist jetzt Ansporn, dass ich das Rad wieder entstaube und vielleicht doch dann nächste Woche wieder zum Radfahren anfange. Vielleicht finden wir ihn auf der Startliste bei den 20. Braunauer Radtagen. Beim Rennen der Hobbyfahrer geht es auch um einige Rundenprämien, was dem Publikum so manchen spannenden Zwischensprint beschert. Am wichtigsten ist den Fahrern beim Zielsprint vorne zu sein. Hier beweist schlussendlich Philipp Seidel die schnellsten Beine. Er gewinnt vor Lukas Höllbacher und Walter Michael Obersberger. Mit einem Schnitt von 41,4 km/h absolvieren die Sportler ihre 15 Runden in 32 Minuten 35. Bei den Damen gewinnt die Triathletin Katrin Bründel vom Triathlon ATSV Ranshofen. Die Braunauer Triathleten unterstützen den Radclub Braunau übrigens auch bei der Absicherung der Strecken. Um 18 Uhr liegt die Temperatur bei knapp unter 30 Grad. Hochsommerliche Verhältnisse erwarten die 53 Elite- und U23-Fahrer am Start. Ihre Streckenlänge beträgt 30 Runden, das sind 45 Kilometer. Bei den 19. internationalen Braunauer Radsporttagen um den Preis der Firma Burbet Austria. Ein sehr hochkarätiges Starterfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, für den Umstand, dass ja derzeit große Rundfahrten und Einzeltagesrennen in Deutschland, Belgien, Schweiz und in Italien sind. Und wir uns natürlich gefreut haben, dass so viele gute Fahrer bei uns am Start waren. So ist das Team Felbermeier Simplon Wels, Krenkow Advarik Cycling Team, Team Feldbinder Ovaio, VSA Pushbikers, MyBike Stevens, Radteam Tirol, Wohnbefinden Graz und auch Mannschaften aus Deutschland und der Slowakei. Zahlreiche Prämienrunden halten das Tempo wieder sehr hoch. Bis zur 19. Runde wechselt die Führung ständig. In Runde 20 setzt sich Stefan Rabitsch vom Feld ab. Sein Abstand zu den Verfolgern schwankt zwischen überschaubaren 7 Sekunden und vielversprechenden 25 Sekunden. Zu Beginn der letzten Runde verfügt Rabitsch über ein Guthaben von 15 Sekunden. Nach 15 Kilometern Solo an der Spitze hat es der Gewinner der Oberösterreich-Rundfahrt geschafft. Stefan Rabitsch biegt als Erster auf den Startplatz ein. Stefan Rabitsch ist jetzt schon alleine unterwegs, wird sich hier den Sieg sichern können. Ist jetzt schon freihändig unterwegs. Riesenapplaus für den Fahrer vom Team Felbermeier Simplon Wels. Stefan Rabitsch hat hinten, gibt es auf den Sprint. Rang 2 geht ebenfalls an den Fahrer. Filippo Fortin auf Rang 3, Timo Noderer, wie im Vorjahr. Nein, wir haben gewusst, also wir sind die Mannschaft mit den meisten Fahrern und wir haben abwechselnd attackiert. Und das ist dann genau bei mir aufgegangen ist, ja. Hat mich gefreut, aber im Endeffekt wie immer mit der Mannschaft und nicht allein. Und jetzt sind wir halt froh, dass wir das anfangen haben können, nach den 2 Siegen im Burgstall. Ein Sieg in Wels, nachdem sind wir Kriterium-Spezialisten sind wir draufgekommen. Nein, aber es war schon hart dann zum Schluss. Also die letzten 2 Runden habe ich schon richtig gemerkt. We'll be right back.
Am nächsten Tag findet traditionell das Straßenrennen in Ranshofen statt. Insgesamt sind 76 Fahrer am Start, darunter auch 7 Amateure, die sich mit den U23 und Elitefahrern messen wollen. Beim Start um 9 Uhr beträgt die Lufttemperatur bereits 29 Grad. Wegen der zurzeit stattfindenden Straßenbauarbeiten führt sogar ein kurzes Teilstück von 100 Metern über Schotter. Insgesamt sind 130 Kilometer zu fahren, 12 Runden zu knapp 11 Kilometer. Mit dem Schlussanstieg über den Schlossberg gilt es zu bewältigen. In der ersten Runde bleibt das Feld noch geschlossen und wird hier von Helmut Trettwa angeführt. In der zweiten Runde allerdings setzt sich bereits eine fünfköpfige Spitzengruppe ab. Stefan Rabitsch, Daniel Eichinger, Helmut Trettwa, Matthias Mangertz-Eder und Vorjahressieger Jonas Schmeisser sind vertreten. Der Vorsprung dieser Gruppe beträgt Ende der zweiten Runde schon 44 Sekunden. Bis zur achten Runde wächst der Abstand dann sogar auf 2 Minuten 24. Von den Amateuren kann nur noch Paul Moser von Velo Launch Linz SV mit der Elite mithalten. Jetzt wird im Feld etwas Tempo gemacht und der Abstand schrumpft wieder, beträgt aber zu Beginn der letzten Runde noch immer 1,36. Auf den letzten 10 Kilometern kommt es im Baustellenbereich zu einem Sturz, bei dem das Rad von Sebastian Baldauf stark beschädigt wird und dieser somit das Rennen leider vorzeitig beenden muss. Nun kommt auf den letzten Kilometern in der Spitzengruppe Hektik auf. Wir sind ziemlich lang zusammengefahren und nach der kleinen Straße ist Attackiererei losgegangen und ein bisschen Gespringe. Dann bin ich erst mit dem Schmeisser und mit dem Trettwa rausgefahren und ich habe mich dann nochmal absetzen können und alleine eben ins Ziel fahren. Der 19-jährige deutsche Profi Matthias Mangertz-Eder vom Team Felbermayr Simplon-Wels hat am Schlossberg noch genügend Reserven und fährt solo in Richtung Ziel. Bereits einige Sekunden dahinter befindet sich Jonas Schmeisser. Das reicht, Mangertz-Eder gewinnt das Straßenrennen der Braunauer Radtage und holt sich in einer Zeit von 2:52,17 seinen ersten Sieg in einem internationalen Elite-Rennen. Es war ein super intensives Rennen. Es mag zwar nicht so intensiv ausschauen, weil es hauptsächlich flach ist, aber wenn man den ganzen Tag vorne ist, dann hat es schon ziemlich weh da. Aber es hat super funktioniert und ich bin umso glücklicher, dass es funktioniert hat, da zu gewinnen. Das Ergebnis lautet, Platz 1 geht an Matthias Mangertz-Eder, zweiter wird Jonas Schmeisser vom RSC Kempten und Platz 3 belegt Helmut Trettwa vom Team WSA Pushbikers. Damit sind die 19. Braunauer Radtage Geschichte und Erwin Hörtl plant bereits die 20. Auflage. Und wir freuen uns eben schon, dass wir nächstes Jahr die 20. internationalen Braunauer Radsporttage, ich hoffe wieder um den Preis der Firma Burbet Austria, weil das Ganze hängt davon ab und uns die ganzen Sponsorinnen und Sponsoren auch nächstes Jahr die Treue halten, wenn wir die wieder veranstalten dürfen und dass es wieder eine gute, unfallfreie Veranstaltung wird.